Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und Neuerscheinungen für euch. Ja, es gibt schon wieder Neuerscheinungen, Tatsache. Es kommen einfach echt viele Alben heraus. Und ja, es gibt drei Alben im Kurzreview, wie es man hier gewohnt ist bei Neuerscheinungen, also im etwas kürzeren Review. Manchmal übertreibe ich ja doch etwas. Und tatsächlich habe ich diesmal alle sogar in physischer Form hier. Und das freut mich immer besonders, da hat man was zum Angrabbeln. Und ja, den Anfang machen diese hier, und zwar heißen die Band Decapitated Christ. So, das ist der neue Album und das heißt, jetzt nicht versprechen, Glorious Tyrannizing of Human Rats und sieht so aus. Mit einem wunderbaren Cthulhu-artigen Chaos-Monster, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist eine Band, die gibt es schon was länger. Ich habe die nie groß gehört, aber vieles Gutes gelesen. Und die kommen aus Spanien, machen Death Metal. Oldschool Death Metal im Stile von, ja, so ein bisschen Deicide. Vital Remains wird hier auch noch genannt. Zu Vital Remains kann ich dann wenig zu sagen. Ich sehe ja auch noch so ein bisschen Chrysian vielleicht mit drin. Und wie gesagt, Spanier, die Death Metal machen. Oldschool Death, wie klingt es dann? Ja, am Ohr. Also, sehr tiefe Gitarre, sehr bassiger Sound, so wie es sein muss. Geil. Eine sehr tiefe und extreme Stimme. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das hat leicht diesen Brutal Touch, aber halt auch diesen Oldschool Touch. Und da sind wir dann tatsächlich, finde ich, auch so ein bisschen bei Deicide. Der Drummer halt echt so ein bisschen, ja, Funeral-mäßig produziert. Sehr tief alles, sehr gruftig alles. Und macht sehr vieles. Und ich finde, da ist tatsächlich ein kleiner Fokus der Musik, denn wir haben ja eine Vielfalt von Tempi. Also das ist halt nicht immer nur oder brrr, ne? Sondern es ist auch mal ein bisschen Rock'n'Roll mit drin. Es ist mal ein bisschen dies mit drin. Auch mal was Doomigeres mit drin. Sehr vielseitiges Tempo, das vom Drummer hier vorgegeben wird. Dazu halt die Gitarre. Und wie gesagt, der Gesang, und da muss ich dann auch mal sagen, das ist auch noch eins dieser besonderen Aspekte hier, denn er ist echt gefühlt wie aus der Gruft. Du hast hier einen unglaublich kratzig, tiefen, leicht verhaltenen Sound in der Stimme. Der macht halt auch nicht nur immer das eine, dass der nur, sondern der bricht auch mal ein bisschen aus und so. Der hat eine kleine Varianz drin, eine gute Stimme, eine sehr gute Stimme. Aber die gesamte Produktion, dieses gesamte Tiefe, immer mit so einem leichten Verhalten, hat irgendwie was sehr Gruftiges. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Schöne ist, das wird ab und zu unterbrochen durch, ja, irgendwie sowas apokalyptisch-infernales, möchte man fast sagen. Was auch irgendwie zu diesem Artwork passt. Das auch mal durch Effekte, muss man sagen, mitgetriggert. Aber da tun sich plötzlich Räume, da tun sich plötzlich Größen auf. Und das schaffen die immer mal wieder mit Nadelstichen so zu setzen. Und dann hat man so eine Art Infernal Death Metal, hätte ich jetzt spontan erfunden. Und das kommt tatsächlich sehr gut, weil das gibt dem was Großes. Nicht Dimmu Borgir groß, ne? Nicht Tata, sondern ich finde, das gibt dem eine Düsternis. Eine tiefe, tiefe Düsternis. Dieses, was ich meinte, dieses Gruftige, geht hier einfach nochmal, ja, in die sechste, siebte, achte U-Etage sozusagen und ja, macht einfach eine schöne emotionale Tiefe, eine atmosphärische Tiefe und ich finde, das wird vor allem getriggert dadurch, dass diese Produktion so leicht verhallt ist, aber halt auch, es muss nicht immer Blastbeat sein. Also es ist wirklich so, dass der, klar, du hast hier mal bla und dann wieder so, ne? Und das wechselt sich gut ab, ohne sprunghaft zu werden, sondern geht ziemlich nahtlos ineinander über und hat dann auch was Doomiges, um einfach mal ein bisschen Raum zu lassen. Unglaublich vielseitig, muss man einfach dazu sagen. Und die machen da einfach Schweine viel richtig, finde ich. Also es ist wirklich so, dass das sehr spaßig ist. Das ganze Ding hat 10 Songs mit 41 Minuten Spielzeit, wirkt deutlich kurzweiliger. Und ich meine, das ist jetzt schon das fünfte Album, das ist ein Spanier, der Spanier. Die sind natürlich auch schon etabliert. Ich kannte es vorher nicht, aber das macht erstmal richtig viel Spaß, weil die so einen richtig schönen, gruftigen Sound haben. Ich finde, ich sagte ja anfangs, Vital Remains kann ich ein bisschen wenig mit anfangen, ich kenne die nicht gut, aber Deicide, ich habe sonst ein bisschen Chrysian mit drin. Ich finde tatsächlich, ab und zu hat das auch Anleihen
von War Metal, wenn es mal wirklich richtig einfach nur schnell und sehr stumpf, ab und zu haben die so Passagen, erinnert es einen fast an War Metal, so an Richtung Blasphemy oder so. Und ab und zu erinnert mich das, wenn die auch diese Wechsel und dieses Gruftige haben, an die, ja, die sind gar nicht so bekannt, sehr unbekannt, glaube ich sogar, die Band The Fog, Doom Death Metal. Und ich finde, die mischen das alles zu einem sehr vielseitigen, geilen Death Metal Sound. Mir macht das auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ich finde tatsächlich, hier kann man auch irrsinnig viele Songs rauspicken, wo man sagt, fuck, der ist geil. Ich habe das tatsächlich, da muss ich jetzt ein bisschen plottig werden, erst gehört, dachte, ja, ist ganz solider, cooler Death Metal, vielseitig vom Tempo und so. Und dann habe ich letztens im Auto das Ding nochmal gehört und sehr laut gedreht, meine Freundin war mal nicht mit dem Auto, sehr laut gedreht und dann ballerte das plötzlich. Und dann kamen die Songs plötzlich und dieses Infernale, dieses Apokalyptische, was ich meine, kam deutlich besser raus. Und ich saß da wirklich im Auto so, geil, richtig gut. Und da sind mir dann auch klar geworden, dass da ein paar richtig, richtig fette Songs bei sind. Die Titel sind ein bisschen exquisit, weil die immer sehr, sehr lang sind. Hunting Human Rats, ein geiler Song. Abjuring the Holy Trinity, richtig geiler Song. Der fünfte Song, Luciferi Imperator Omnipotence, sensationeller Song. Massive Demonic Warfare, geiler Song. Infernal Red Machines, geiler Song. Richtig geile Songs. Alles nicht. Ich weiß nicht, The Kill Chain Hits, ne? So ein bisschen Oldschool Bolthrow ist da vielleicht auch drin, wenn ich drüber nachdenke. Aber jetzt alles nicht so Death Metal Hits wie Death Metal Victory von Unleashed oder The Kill Chain von Bolthrow. Aber fuck, macht das Ding Spaß. Es rockt einen wirklich durch. Die 41 Minuten Spielzeit sind im Nu um. Und ja, als Bonus gibt es tatsächlich noch ein paar Gastmusiker dabei. Von Vader, von Revel in Flesh. Ist ja alles egal. Ich finde aber, ist jetzt meine erste Berührung zu Decapitated Christ. Da wird nichts falsch gemacht. Das ist Death Metal, so wie ich ihn mag. So ein bisschen vielseitig von allem. Bisschen brutal, bisschen oldschool, bisschen Anleihen, teilweise auch ein War Metal, ein bisschen dies, bisschen das, mit einer Atmosphäre, mit was Gruftigem, bla bla bla. Einfach alles geil. Dazu Artwork, Leute. Das Artwork ist einfach, ich finde das sensationell cool mit dem Cthulhu-artigen und alles. Es hat auch sowas Unheiliges, das passt dann gut zu diesem Infernalen, ohne dass das jetzt zu Tatar wird. Geil, von mir gibt es volle 5 von 5 Punkte für Decapitated Christ mit Glorious Tyrannizing of Human Rats. Einfach ein richtig geiles Death Metal Album. Fertig. Also ich meine, mehr kann man einfach nicht sagen. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Und es ist ein wunderbarer Auftakt für diese Neuerscheinung, denn 5 von 5 Punkte von mir, damit kann man auch mal arbeiten. 2 haben wir aber noch. Das zweite Album ist von einer sehr großen Band, muss man tatsächlich sagen. Und zwar von Primordial. Primordial haben ihr neues Album heraus, das heißt How It Ends. Und sieht so aus. Ich habe diese Deluxe-Variante sogar noch mit Bonus-CD. Die Bonus-CD werde ich jetzt hier nicht groß mit besprechen, weil die hat ja nicht unbedingt jeder. Das sind dann No Sleep to the Mountains Songs, das sind dann Versionen davon, bisschen was live, wie das halt mit Bonus-CDs so ist. Aber das Hauptalbum an sich, How It Ends, ist jetzt das Neue. Es sind 10 Songs und jetzt kommt 65 Minuten Spielzeit. Uff. Erstmal richtig lang. Gut, Primordial können lange Songs, das ganze Album dadurch, aber natürlich erstmal sehr lang. Ich habe da ein bisschen geschluckt. Was man jetzt vorweg sagen muss, ist, Primordial gibt es schon eine ganze Weile. Ich höre die auch schon sehr, sehr lange. Die letzten Alben waren okay, aber klar, die kommen nicht mehr an diese Zeit wo die großen Songs Empire Falls, Coffin Ships und Heathen Tribes rausgekommen sind. Kamen die zuletzt nicht ran, aber es waren immer wieder sehr gute Hits dabei. Und das Wichtigste ist ja nach wie vor bei Primordial Alan. Alan mit seiner absolut emotional großen Sensationsstimme und auch Präsenz, die der nicht nur live halt auch manchmal bringt, das ist manchmal auch eine schwierige Liveband, sondern halt auch immer auf die Platten kriegt. Also der mit seiner Emotionalität, mit seiner Intensität hat er immer überzeugt. So, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Jetzt kommt How It Ends und das Erste, was einem natürlich dazu einfällt, ist es das letzte Album von denen. Die gibt's schon ewig, ne? Die gibt's schon seit den 90ern. Ich würde auch tatsächlich sagen, die haben den Zenit überschritten inzwischen. Denn das Album, How It Ends, ist so ein bisschen, wie man es fast erwartet. Es wirkt inzwischen etwas ausgebrannt. Der Sound, wenn ihr Primordial nicht kennt, schämt euch. Also es ist halt natürlich weiterhin dieser Heathen Metal.
Mit sehr großer Atmosphäre, ein bisschen Bessery vielleicht auch drin, später Bessery, so, und seine direkte Stimme, vielleicht auch ein bisschen Moonsorrow mit drin, aber halt auch immer Anleihen von Black Metal drin gehabt. Die sind schon seit vielen Jahren sehr, sehr klein geworden. Es ist weitestgehend halt irgend so eine Art Viking, atmosphärischer Viking-Metal, der aber sehr intensiv ist und nicht immer nur Hits hat, sondern halt auch gerne mal über dissonante Harmonien geht. So, und für die, die Primordial kennen, es klingt typisch nach Primordial. In seiner Produktion in erster Linie ganz präsent vorne steht wie immer Alan, die Stimme ist einfach der entscheidende Faktor. Die Drums zum Beispiel nehmen sich hier ein bisschen raus. Ich finde, die Drums sind häufig nur so sehr trommelig. Die haben auch gerne mal Probleme mit Drummern gehabt, live zumindest. So. Und die Gitarren klingen ganz klar nach Primordial. Die waren gerne mal auch ein bisschen passiver, damit das Alan, also der Sänger von Primordial, deutlich direkter ist. Das ist nach wie vor Phase. Aber, und das ist der Punkt, wenn du so sehr auf Alan von Primordial setzt, ganz primär darauf, der kann es nicht mehr so wie früher. Zumindest bringt er es so nicht mehr auf die Platte. Ich glaube, live wird er es immer noch können. Ich glaube, prinzipiell kann er es immer noch. Aber diese Platte wirkt etwas ausgebrannt und blutleer. Alan kommt nicht mehr auf diese Emotionalität, auf diese Tiefe, auf diese Intensität, die man von ihm gewohnt ist, die man vielleicht auch erwartet und die man eigentlich so an ihm schätzt, als einer der besten Metal-Fronter zumindest. Und die gesamte Sache wirkt dann insgesamt blutleer, ausgebrannt. Und es wird auch darüber ein bisschen getriggert, dass das Album sehr, sehr lang ist. Dadurch zieht es sich. Und man hat den Eindruck, viele Songs wurden unglaublich in die Länge geschrieben. Die haben sich gerne mal Zeit gelassen mit Parts und so. Aber da waren die Parts dann auch intensiv, die waren gut und alles. Es fehlen hier, und das ist dann auch ein bisschen der zusätzliche Punkt, auch irgendwie die Hits. Also Primordial hatte nie ein Hit-Album, wo jeder Song Hit ist. Das ist auch nicht der Anspruch von Primordial, aber es waren immer wieder Songs dabei. Wie anfangs erwähnt, Empire Falls, Heathen Tribes, Coffin Chips, Bloody Yet Unbound, wenn man ein bisschen später hingeht und so weiter. Dieser Song, dieser Hit, den die eigentlich immer einmal mindestens auf dem Album hatten, der fehlt hier ein Stück weit. Der Song, der am ehesten tatsächlich drankommt, ist der Titeltrack und direkt der erste, How It Ends. Der hat ein bisschen, nur Ansätze von dieser Emotionalität, von der Intensität, die man bei Primordial halt so schätzt. Und vielleicht auch, weil das Ende da irgendwie thematisiert ist, da kriegt er das vielleicht noch mit der Stimme hin. Aber der Rest ist wirklich, wirklich, finde ich, sehr, sehr blutleer, sehr, sehr, ja, auch folkloristischer teilweise von den Drums. Die kommen nicht auf Tempo oder auf Kraft, ne? Weil einerseits finde ich Alan from Primordial, also der Sänger, der kommt nicht mehr ganz so krass in die Kraft rein, in diese Intensität. Und die Gitarren nehmen sich auch zurück. Die Drums ballern jetzt auch nicht, was jetzt nicht unbedingt immer Phase bei denen war. Aber wenn du dann teilweise noch von dem klassischen Drumming, also mit Bassdrums, Snare und Becken irgendwie abgehst und so ein bisschen dich auf den Toms dudelst, dann nimmst du da auch nochmal den Drive raus. Und das ist so ein bisschen das Problem an all diesen Ebenen, geht ein bisschen der Drive verloren. Dann kommen die Songs, die kommen nicht aus dem Quark. Häufig ziehen sie sich hinten raus. Ein gutes Beispiel dafür ist der 8. Song, der nämlich eigentlich richtig geil ist. Der kommt ein bisschen mal anders daher. Der hat auch leichte, relativ klare Black-Metal-Einflüsse. Ganz spannend. All Against All. Es gibt einen Darkthrone-Song, Alle gegen Alle. Ich dachte erst, vielleicht ist das irgendwie eine Hommage. Ist jetzt auch nicht das Innovativste, aber ich musste erstmal dran denken. Und dann kam der halt noch Black-Metal-mäßig. Hat nichts damit zu tun. Aber tatsächlich ist das ein echt guter Song. Der war hinten, also der hätte 4 Minuten gehen können. Aber der dübelt sich dann 6-7 Minuten, glaube ich, hinten raus. Und der kommt, der hat einfach noch so ein langes Outro dann gedübelt gekriegt, der aber gefühlt den halben Song ausmacht. Und das ist so ein bisschen der Fluch des Albums. Die Songs sind alle sehr lang, die Songs kommen, aber die machen zu wenig dafür. Und dann alles in allem 65 Minuten Spielzeit dafür, dass die, zumindest von meiner Perspektive aus, den besten Song als allerersten haben. Und man hofft die ganze Zeit während des Albums, dass da jetzt noch irgendwie irgendwas kommt, was in die Richtung geht. Und kommt aber nicht. Ne? Kommt aber nicht. Bei All Against All hinten raus dachte ich, da wäre es ein Moment, aber der Song dudelt sich dann doch hinten raus aus. Und das finde ich tatsächlich schade, weil ich ein riesen Primordial-Fan bin. Aber, und das muss man dann ja auch irgendwie so sehen, so denken,
ist das eine Band, die möglicherweise ihren Zenit einfach überschritten hat. Und das hört man. Und dann ist es vielleicht auch rechtens, wenn man sagt, How It Ends, das könnte das letzte Album sein, ein Wink mit dem Zaunfall. Eine große Enttäuschung muss ich euch übrigens auch noch sagen. Das ist der vierte Track. Der heißt Traidisjunta. Ich denke, das ist irgendwas, weil ich Gälisches oder so. Der fängt super geil an. Richtig folkloristisch. Ganz tolle, das ist das, was sonst nämlich hier auf dem Album fehlt. Ganz tolle Gitarrenharmonie. Und ich denke, fuck, ja, vielleicht hauen die da einen raus. Ist ein Interlude, ist nach 2 Minuten vorbei, kein Gesang. Und das ist so, und dann, man hat über das Album so ein paar, Momente. So, und das ist bei dem so, das ist bei dem All Against All so. Und das ist dann vielleicht auch taktisch unklug gemacht und vielleicht ist auch die Erwartungshaltung seitens von mir, seitens zu Primordial dann halt zu groß. Aber es ist wirklich, dass ich dann immer denke, ach komm schon, so, ne? Weil es ist einfach so. Und dann muss man alles, wenn man das alles zusammenrafft, klingt es wie das letzte Album. Klingt so, als hätten die auf 65 Minuten ihr letztes Pulver verschossen. Wie gesagt, 65 Minuten, viel zu lang das Album. Vor allem dafür, dass es zu wenig Hits, zu wenig Drive hat. Die ganze Musik ist zu frickelig. Die Gitarre frickelt sich ein, die Drums frickeln sich ein. Das haben die mal songweise immer gemacht, aber es ist mir hier zu dominant. Es fehlt der Drive und der Rest dümpelt einfach so daher. Ellen kommt auch nicht ganz auf die Emotionalität, die man ja früher von ihm gewohnt war. Und alles in allem bleibt es dann so ein halbgares Spielchen. Und ich bin dann halt so doch, dass ich denke, boah, ist vielleicht ganz gut, dass sie sich auflösen. Ich sehe sie dann jetzt auch demnächst noch live zusammen mit. Und ja, was fängt man dann damit an? Ne? Ein ganz guter Song dran, 2 gute Ansätze. Aber How It Ends wäre jetzt nicht mal in meiner Top 10 der Primordial Songs. Und das ist dann schon, wo ich denke, boah, ne, also hätte man, es ist jetzt kein Album, was mich groß bereichert hat. Ne? Es ist ganz klar Primordial, aber es wirkt halt wie ein Ausschuss. Muss man leider sagen. Ne? Ein ganz okayer Song, 2 nette Ansätze. Eines dann halt leider nur ein Interlude und das andere dudelt sich halt hinten raus kaputt. Und dann ist es einfach nur der Primordial Sound. Und da weiß ich tatsächlich echt so, nee, irgendwie nie. Primordial ist für mich mehr. Ich meine, ich bin einfach sehr großer Fan und mir macht ja keiner Empire Falls oder Season Tribes kaputt. Aber von mir gibt es tatsächlich für Primordial How It Ends nur 2 von 5 Punkte. Eher mit der Tendenz zu 3, nicht zu 1, ganz klar. Und so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich schon so, 3 Punkte wird es wohl eher. Und nach 1000 weiteren Durchläufen habe ich mir echt gedacht, nee, also ich meine, du kannst da jetzt so viele Wünsche reininterpretieren und auch so mit so einem Augenzwinkern sagen, ja, aber es ist ja Primordial, die haben ja prinzipiell, aber Ellen kommt nicht aus dem Quark, der Sound kommt nicht aus dem Quark, die Songs kommen nicht aus dem Quark, das ist zu lang. Der beste Song auf dem Album ist der Titeltrack als erstes verfeuert und der ist jetzt auch, wie gesagt, mit einem Auge zugedrückt, ein sehr guter Song nur. Von mir gibt es da nur 2 von 5 Punkte. Ist ein bisschen schade. Es ist jetzt auch nicht scheiße, ne? Also es ist halt, du hörst und denkst, oh gut, Primordial. Und dann Kopf leer. Ne? Und deswegen bleibt da viel Potenzial, glaube ich, für mich zumindest liegen. Oder man muss einfach sagen, manche Bandzeiten sind einfach angezählt und das könnte dann hier tatsächlich so sein. Ist vielleicht dramatisch, aber auf der anderen Seite nimmt es uns ja auch nicht die alten guten Songs weg. Von mir für Primordial How It Ends auf jeden Fall nur 2 von 5 Punkte. Eher mit dem Tendenz zu 3, das möchte ich tatsächlich noch sagen. Aber dabei bleibt es jetzt erstmal. So viel zu Primordial How It Ends. Eins haben wir noch. Ja, und die letzte Platte in diesen Neuerscheinungen. Und zwar sprechen wir jetzt hierüber. Distaste mit ihrem neuen Album Der Erträger und das Fleisch. Ist eine Grindcore-Band aus Deutschland. Die kannte ich vorher gar nicht. Das ganze Album hat, und das ist ein bisschen ganz anders als die beiden Alben zuvor, 14 Songs mit 29 Minuten Spielzeit. Ist korrekt, die Songs gehen nicht lang. Was ich für Grind aber tatsächlich ganz charmant finde. Die ganze Geschichte ist auch deutschsprachig und dadurch halt auch sehr, sehr statementmäßig, gesellschaftskritisch auch durchaus, wie man von Grindcore auch durchaus gewohnt ist, finde ich auch immer ganz passend. Wenn die Leute was zu erzählen haben, lass sie was erzählen, wir können alle nur über Scheiße singen. Ich finde, zum Grindcore passt es tatsächlich ganz gut. Hier und da auch mit einem, ich glaube, auch lustigen Anstrich, aber weitestgehend eher ernst. Brillieren dann tatsächlich durch Songs, die unter 2 Minuten gehen. Finde ich tatsächlich ganz charmant. Wie klingt das dann im Einzelnen? Also eine sehr tiefe Gitarre, die sehr dessig ist. Auch crunchig, also auch wirklich
die ballert. Dazu ein Bass, der auch ein bisschen auf Anschlag ist, Drums, die ein bisschen holzig klingen. Und ich finde, diese drei Instrumente gehen nicht unbedingt hier mit dem Einklang. Dadurch kriegt das hier, also rein produktionstechnisch, dadurch kriegt das hier, finde ich, ein bisschen auch einen demohaften Charme. Unterstützt aber, und das ist tatsächlich eher was dann so wirkt, als wäre es gewollt, unterstützt das chaotisch Wilde, was diese Band hat. Weil das sind die. Die sind wild und chaotisch. Die Songs, wie gesagt, 1 Minute 40 oder was. So, ne? Und da ist dann auch schnell alles gesagt. Und das wird halt tatsächlich von dem, ja, es ist einfach Chaos, ne? Es ist Grind-Chaos. Wird von der Produktion irgendwie unterstützt, dadurch, dass das so ein bisschen einen demohaften Charme hat. So. Die Gitarre ist nämlich sehr direkt, der Bass gar nicht so sehr, die Drums auch nicht, obwohl die sehr aggressiv sind. Die Stimme eher noch ein bisschen hinter der Gitarre. Irgendwie weird, aber tatsächlich dadurch unterstützend zu dem, was die machen. Muss aber nicht jedem gefallen. Ich habe auch erstmal gedacht, so fuck. So, und ist halt sehr kurze Chaos-Songs halt. Ne? Und das ist ganz spannend, denn das kann man ja mal kaum lesen. Die haben einen ganz fürchterlichen... einen fürchterlichen Kontrast gewählt, ist wahrscheinlich auch gewollt, so sieht das Album übrigens aus. Und da gibt's halt ein paar witzige Phrasen, muss man sagen, wo man dann denkt, ist schon lustig, aber auch was Kritisches. Und das gefällt mir ganz gut. Und das sind häufig die kurzen Songs. Also einen, den ich da erwähnen möchte, ist der dritte Song, Äquivalent Scheiße. Ein Titel, wirklich, ist ein ganz witziger, kurzer Brecher halt, wie viele dieser Songs, aber allein der Titel hat für mich gedacht, fuck, der Song, also der macht dadurch irgendwas. Ich finde den Titel einfach schon zum Zungenschnalzen. Äquivalent Scheiße ist mal wirklich, wirklich ein großartiger Titel. Ganz spannend, wir reden ja hier von 14 Songs, 29 Minuten, knapp 30, die meisten Songs gehen 2 Minuten. Ganz in der Mitte gibt es den 7. Track, das Light und sein Gift. Das ist plötzlich ein Song, der geht fast 5. Und da nehmen wir das Tempo raus und brechen mit der gesamten Systematik. Kann man machen. Ich finde, das wirkt auf jeden Fall gaga, weil die das Tempo rausnehmen. Klar, ist dieselbe Produktion und alles. Die nehmen das Tempo raus. Die nehmen das Konzept raus. Das schnelle, ne, das Schlag auf Schlag, das Chaotische, das Wilde. Und da haben die ein bisschen was zu erzählen. Ne, da wird es auch ernster thematisch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir denke, dass innerhalb dieses gesamten Chaos auch gerne mal, dass das ja auch aufgrund der Schnelligkeit, der Wildheit und so, eher witzig rüberkommt, leichtlebig. Das so aufzubrechen, ist gewagt. Bei mir kommt es nicht so richtig an, muss ich dazu sagen. Der wirkt dadurch eher, wir nehmen jetzt das Chaos-Tempo hier mal kurz raus, und zwar mitten in der Mitte. Wird gewollt sein, dass es mitten in der Mitte ist. Also das ist kein Zufall. Aber ich finde, das unterbricht es ein bisschen. Das kann man, ist wahrscheinlich Licht und Schatten. Man kann es sehr, sehr geil interpretieren und sehr, sehr gut finden. Ich glaube auch, man kann es auch sehr, sehr scheiße finden. Ist jetzt ein bisschen zu krass für meine Meinung zumindest, aber bei mir wirkt es zumindest nicht so. Der Leid und sein Gift. Ich verstehe nicht so richtig, was das da soll. Ja, das soll, glaube ich, Ernsthaftigkeit nochmal ausstrahlen und der Song hat einfach mehr zu erzählen, weil er natürlich die Länge einfach auch mehr Text hat und so weiter, weil die sind schon auch textlich. Aber irgendwie kommt der bei mir nicht an. So, aber dann geht's halt direkt weiter. Schlag auf Schlag, kurze Brecher, ne? Also, persönlich auch vom Titel her sensationell. Achter Song direkt danach. Ja, Faschist in Christ, Fachchrist, Faschchrist, so irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das dann wirklich aussprechen sollte, sind andere für zuständig, aber auch da, ne, da merkt man Kritik drin, vielleicht aber auch mit einem leichten, ja, nicht ganz alles so krass ernst gemeint, dadurch, dass man so einen Neologismus wählt. Und dann geht's halt so weiter, sind ein paar richtig gute Songs noch. Der 10. Theresa ist ein sehr, sehr geiler Song mit so einem Pro-Kinder-Thema. Keine Ahnung, wie der dann... Also ich habe die Texte jetzt alles nicht gelesen, ich habe nur gehört. Gefällt mir auf jeden Fall. Und mein persönlicher Favorit auf dem gesamten Album ist der 11. Song, Sisyphus. Und wieder und wieder und wieder. Und der strahlt wirklich was aus, was ich zeitweilig nachvollziehen kann. So dieses Sisyphus-artig und wieder und wieder. Und das ist so ein bisschen so gaga, ne? Kommt dann aber irgendwie ganz witzig und gerade in diesem chaotischen, schnellen, wilden Stil, finde ich tatsächlich, kommt der Song dann wirklich, wirklich gut an. So, und dann geht's so weiter und so weiter. Dann haben wir 14 Songs. Muss jetzt nicht jeden erwähnen. So, aber die Frage ist so ein bisschen, was fängt man damit an? Weil es ist Chaos, es ist Gaga, es ist einerseits manchmal ernst, aber ich glaube auch manchmal mit einem lachenden Auge. Es hat halt diesen demohaften Charme, ist natürlich aber trotzdem FDA und so, kommt ja trotzdem solide raus, die gibt es auch schon eine Weile, glaube ich.
Es ist deutschsprachig, es ist mal ernst, es ist mal Dingens. Es ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, aber es ist halt irgendwie Chaos. Da sind wir uns sicher, es ist Grind-Chaos. Und da weiß ich nicht so richtig, was fängt man eigentlich an, so, ne? Und das macht mir die Bewertung tatsächlich schwierig, denn es sind ein paar lustig, kurze, knackrige Songs bei, sind alles keine Überhits. Aber wie schon erwähnt, Äquivalent Scheiße, Theresa, Sisyphus und Fasch Christ sind so die ich erwähnen würde. Alles kurz, eher kurze Brecher. Der in der Mitte, da weiß ich nicht, was soll das? Weiß ich nicht, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ist auch nicht ganz meine Musik. Und das macht einem die Bewertung irgendwie schwierig, denn es ist irgendwie witzig, es ist, glaube ich, leichtlebig, es ist das, was die machen wollten, da bin ich mir ganz sicher. Die wollen keine Rockstars sein, die haben einfach Bock so ein bisschen so und das könnte auch eine Therapieplatte sein. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Auch das Deutsche da drin ist natürlich gewollt und man muss jetzt sagen, die haben was zu erzählen. Also wenn sie mal auch, ne, die Texte, ich habe einmal drüber geflogen, das ist nicht scheiße, was die machen, ne. Es kommt natürlich aufgrund der Art und Weise der Präsentation, das rausgeschrieben. Also sehr grindig alles, kommt das natürlich, der gute Inhalt der Texte nicht immer adäquat raus, aber ja, weiß ich nicht, die Titel sind gut, manchmal steckt da was Nettes hinter, manchmal vielleicht auch einfach was Generisches, in der Mitte diesen Dingens, was fängt man damit an? So, und für die Bewertung finde ich das tatsächlich gar nicht so einfach, deswegen gebe ich die diplomatischen 3 von 5 Punkte. Eher mit der Tendenz zu 4, weil es einfach vielleicht dann doch eher witzig als scheiße ist. Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut da verordnet, wo es ist mit 3 von 5 Punkte. Denn, ja, es ist, ich glaube, man kann das sehr, sehr witzig finden. Man kann es totale Scheiße finden. Es ist chaotisch. Es ist sehr vieles. Es ist einfach sehr, sehr vieles. Und tatsächlich, glaube ich, sind wir dann mit 3 von 5. Einfach, genau, richtig. Ist sicher nicht was für jedermann, aber ich glaube, man kann mal durchaus reinhören. Es ist ein bisschen, ja, auch spaßig, muss man sagen. Man muss es aber, wie gesagt, sich darauf einlassen. Das waren auf jeden Fall die 3 Platten in der Neuerscheinung. Schön, dass das alles im Original ist. Ich raff nochmal zusammen. Decapitated Christ mit ihrem neuen Album. Wirklich grandioser Death Metal, volle Punktzahl, 5 von 5. Mit einer Menge an hammergeilen Songs. Infernaler Sound, passt auch geil zum Artwork. Super gut. Dann Primordial, eine für mich klare Enttäuschung des Jahres, denn ja, das hat echt nicht so gut funktioniert. Und ja, 2 von 5 deswegen, das neue Album und vielleicht auch das letzte, Fragezeichen, How It Ends, ist zumindest ein wenig mit dem Soundfall. Und dann als letztes Distaste mit Der Träger und das Fleisch, Grind Chaos und ja, diplomatische 3 von 5 Punkte. Man hasst es, liebt es, oder es ist einem egal, dann passt man 3 von 5 ganz gut. Das sind die 3 Alben auf jeden Fall, die jetzt in den Neuerscheinungen waren. Vielen Dank fürs Zuschicken teilweise und ja, jetzt seid ihr gefragt, hört mal rein, wie ist eure Meinung zu Decapitated Christ, zu Primordial oder zu Distaste? Falls ihr den noch nicht kannt, hört mal rein, vielleicht ist das was für euch, vielleicht ist da was bei für euch. Ich würde den Death Metal Fans definitiv Decapitated Christ ans Herz legen, aber es ist keine Niemands-Death Metal Band, nur weil ich die noch nicht groß gehört habe. Man kennt sie in Death-Metal-Kreisen, könnte was für viele draußen sein. Primordial könnten sich tatsächlich auch die Geister darüber streiten, meine Meinung habt ihr gehört. Und Distaste vielleicht eher als Empfehlung, wenn ihr die noch nicht kennt, hört mal rein. Lasst mich wissen, was ihr so davon haltet, wie ihr meine Meinung findet, im Gegensatz zu eurer. Tippt fleißig ein, kommentiert. Abonniert den Kanal, ich mache hier eine Menge Reviews ab und zu und würde mich sehr freuen. Ansonsten Daumen hoch, runter, wie es euch beliebt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, ciao, ciao.